Nie wieder, ich hab noch nie. 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 Zum Glück war das nur ein Albtraum. Na, ihr Witzgranaten. Es ist schon ziemlich lange her. Ab heute beginnt die zweite Staffel von Ich hab noch nie. Jetzt ist Schluss mit dem Theater. Wir hatten dieses Jahr genug Langeweile. Es wird Zeit, dass wieder etwas Krasses passiert. Seid ihr bereit, was in dieser Folge passieren wird? Alter, ist das ein Joint? Warum hast du den hier mit hingenommen? Hey, hast du sowas dabei? Das sollte doch nicht sein, what the fuck? Oh shit. Ich weiß nicht, ob wir diese Frage hier mit reinnehmen können. Oh, als ob die so ultra krank ist. Jetzt habe ich echt ein bisschen Angst. Ich hatte noch nie etwas mit einem Zuschauer. Weißt du, wie unsere Begrüßung funktioniert? Soll ich Video sagen? Mhm. Okay, gut. Nee. VHS-Film. Wir machen zu Anfang aber so, yo. Aber auf ein bisschen motiviert oder so. Also. Hey. Das Ding ist, es fühlt sich voll so an, als wäre es wirklich so ultra lange her, dass wir das letzte Mal Video gedreht haben. Ist es ja auch so. Ja, 2 Jahre, oder? Ja. Ja doch, das kommt hin. 3, 2, 1. Yo! Was geht und willkommen zu einem neuen Show. Hier. So. 3, 2, 1. Yo! Was geht und willkommen zu einem neuen Show. Hier. Video. Was geht? Leute, wie ihr seht, wir haben heute einen ganz besonderen Gast in unserer Mitte. Hi, ich bin Vic. Leute, ich bin mega aufgeregt gerade, weil Staffel 2, ich hab noch nie, startet hiermit. Und es ist so overwhelming gerade, so lange nichts mehr getrunken und so. True, ich hab das vorhin noch erwähnt, seit einem halben Jahr oder so, wegen Corona, dies, das. Genau, wir haben also nicht nur wegen Corona, wir haben auch Ende Dezember dann so gesagt, so yo, das war gerade so viel gesoffen. Also wir haben wirklich Dezember ja nur, ich hab noch nie geballert. Da habt ihr im Video von einem halben Jahr das letzte Mal Alkohol getrunken, echt jetzt? Ja. Und krass. Warte, wann habe ich denn das letzte Mal in normal Real Life Alkohol getrunken? Oh! Ehre. Er zerstört sich für euch. Ich wollte gerade sagen, jedes Video mit Alkohol. Also, und haben wir nicht im selben Video gesagt, so, wir haben Dezember, sah es so aus, als hätten wir voll viel getrunken, aber eigentlich... Haben wir nicht. Aber das wird sich heute ändern. Genau. Ja. Victor kam auch vorhin hier rein und so, dachte so, boah, endlich saufen. Ja, Mann, wo ist der scheiß Alkohol? Das Ding ist, die meisten Gäste, die hier reinkommen, haben grundsätzlich etwas Angst mitgebracht, denn man weiß nie, was für Fragen hier auf einen zukommen. Denkst du, du bist bereit? Ich bin bereit. Ich habe keine Angst. Ich bin confident. Frag mich alles, was du willst. Okay, okay, okay. Wie ist die Quadratwurzel aus? Was? Machen wir erst Vorstellungsrunde, würde ich sagen, oder? Das dürfen wir nicht vergessen. Ich meine... Mhm. Sonst weiß ja niemand... Wer wir sind. Wir sind. Ja. Wir sind halt. Willst du, wer will anfangen? Immer der, der fragt. Ich bin Toni. Toni. Toni kann richtig gut lächeln und fröhlich sein, doch was steckt hinter diesem Lächeln? Schauen wir uns doch mal sein neuestes TikTok an. In den Kommentaren steht: Alle reden über sein süßes Lächeln. Ich sehe da so verdammt viel Schmerz in seinen Augen. Doch ist das wahr? Ja, das ist wahr. Toni leidet unter Schmerzen und das Einzige, was ihm jetzt noch helfen kann, ist ein Daumen nach oben. Hilf Toni. Gib einen Daumen hoch. Ich bin Nia. Nia. Nia wirkt eigentlich wie ein normaler Kerl, aber in Wirklichkeit ist er ein Außerirdischer. Er kam 1947 auf die Erde und stürzte mit seinem Raumschiff in der Nähe von Roswell in New Mexico ab. Seitdem treibt er sein Unwesen auf der Erde. Hallo meine Lieben, bitte hört auf bei Instagram nach Followern zu kommen oder ich block euch alle auf einmal. Hi, ich bin Vic, auch bekannt unter Vicvog. Folgt mir auf TikTok. Victor, aka Vicvog, auch bekannt unter Dönerbuden Ali. Doch seit neuestem nennt er sich Dönerbuden Aluhut, weil er großer Fan von Verschwörungstheorien ist und demnächst Aluhüte als Merch rausbringen möchte. Er hat auch einen Großteil seines Vermögens darin investiert, wie er uns in einem seiner neuesten Videos mitteilte. Jo, was geht, meine Freunde? Ich habe mir eine Alufabrik gekauft und wir schauen uns die jetzt zusammen an. Ich werde jetzt durch diese Tür gehen. Ja, meine Freunde, das sind also die Geschäftsräume. Hier werden dann Geschäfte gemacht und über Telegram gechattet. Und da hängen dann meine Aluhüte.
geil. Digga, hatte was. Ich heiße halt wirklich Wigbock, aber ich bin da seit, keine Ahnung, 2 Jahren inaktiv. Wahrscheinlich. Erste Lüge heute? Nee, das ist wirklich wahr. Ich wünschte, ich wäre aktiv, weil durch TikTok kannst du so groß werden. True. Aber mir fällt nicht ein, ich bin zu kreativ. Das geht durch Fruchtzwerge. Mach's doch so wie andere und einfach alles klauen. Spaß! Ich würde sagen, es kommt wieder zu der Zeit, an dem wir unsere Getränke für heute füllen. Okay. Leute, ich möchte gerne etwas sagen. Und zwar ist das hier ja nicht nur die allererste Folge der neuen Staffel Ich hab noch nie, sondern auch, finde ich, ein besonderer Moment, dass wir das erste Mal wieder zu dritt vor der Kamera sitzen. Ich meine, true, damals war das ja normal. Damals war das wöchentlich vor allen Dingen. Genau. Und deswegen dachte ich, starten wir heute in das Video, in dem wir alle mal gemeinsam anstoßen auf uns. Fuß. Prost. Meinst du es geil? Ja? Ja, meinst du es geil? Meinst du es auch geil? So. Wir fangen ganz normal an, weil ich hab noch nie... Moment, ich hab noch nicht Fragen. Scheiße, ich bin aufgeregt gerade irgendwie. Fühlst du es auch mir? Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen erstmal wieder ankommen. Ich weiß so dieses, so wenn man so, okay, ich muss aufgeregt sein. Ah! Ah! Was? Habt ihr das gemacht? Nein, aber ich noch nie. Es gibt doch so Leute, die das dann so machen, so, dann so, um irgendwie aktiver dann zu sein. So, ja, jetzt kann ich arbeiten. Ich hatte das nur so bei Humble Rumble, dass ich mir zwischendurch so Backpfeifen gegeben habe und so wacher zu sein. Das habe ich gemacht, wenn ich so tagelang wach war und dann fahren musste. Bestes Vorbild gerade. Also und ich fahren musste und nebenbei auf mein Handy geguckt habe. Bei LKW-Simulator. Saved. Kommen wir nun. Ihr seht schon, hier sitzen wahre Vorbilder. Kommen wir nun zur allerersten, ich habe noch nie Frage der neuen Staffel, ich bin aufgeregt. Und die allererste Frage ist, ich habe noch nie versucht, mir selbst eins zu lutschen. Also warte mal, wenn du sagst, ich habe noch nie und wenn man schon mal versucht hat, muss man... Also... Ich fühle mich alleine, sehr schön. So eine Kuckuh, wie weit man kommt. Zum das zählt nee, du bist nicht, du bist nicht angekommen. Das ist ja schon der Versuch. Das zählt schon? Ach, es geht nur um den Versuch. Ja, ich habe noch nie versucht. Ich habe noch nie meinen Schwanz selbst gelutscht. Muss man jetzt... Ehre. Gelutscht habe ich ihn nicht, aber ich bin mit der Unterlippe dran. Ehre. Ich war 13. Ehre. Ja. Saved, das Alter hat's gesaved. Ja, dann musst du nochmal trinken. Ehre. Ach so, das war schon die nächste Frage. Die nächste Frage. Geht ach hier so, ratzfatz? Ich dachte, das gehört das... Okay. Geht hier ratzfatz? Wie das Pokémon. Boah, Leute, ich weiß nicht, was los ist. Rapper? Ein Punchline nach dem anderen. Ich habe noch nie in Vicks alter Wohnung gefickt. Wait, what? Warum trinkst du nicht? Ich wollte anstoßen. Okay. Warte, ich muss jetzt überlegen, wann das geschehen sein könnte. Tu mich so auf dem Klo am Wichsen. Warte mal, darf ich wenigstens wissen, ob das im Wohnzimmer war oder auf der Toilette? Es war auf der Toilette. Echt? Ja. Was? Oh, ah. Aber nicht auf dem Hauptbad, auf dem Gästebad. Okay, krass. Ich glaube, ich war... Okay. Du, ich glaube, ich war dabei. Ich glaube, ich habe zugeschaut. Ja. Nee, aber krass. Hey, wie ruhig warst du? Ich habe gar nichts mitbekommen. Oder war das nachts, wo ich gepennt habe? Nachts auf Secret. Aber schon mit Nia dann auch. Genau. Wieso hat er nicht getrunken, frage ich mich. Hab ich? Nein! Hä? Hä, was? Was? Das war bestimmt in der Nacht, wo ihr Book of Ra gespielt habt und ich gesagt habe, ja, weck mich, wenn irgendwas krass passiert. Und ich gehe dann so in mein Bett, will mich so hinlegen, mach gerade so die Decke, auf einmal fängt er an zu schreien, oh, Baby! Und ich denke mir, yo, was ist los, renn so in dieses Wohnzimmer. Auf einmal hat er, glaube ich, aus 50 Euro irgendwie, oder du, 1000 Euro gemacht. Das war ja, ich. Ja. Das war ich. Hä? Mir? Ja? Was ich mich schon die ganze Zeit überfrage, was ist das für ein kranker Hoodie? Stimmt, das ist heftig, oder? Die ganze Zeit. Der ist heftig, oder? Was ist denn das? Okay. Das ist der Space Out Hoodie, der in Hellmeier. Wo kriegt man den? Ja. Den gibt's auf spacedoutclo.de. Krasse Schnitte, immer mit Style. Man trägt Spaced Out nicht, man fühlt es. Spacedoutclo.de. Schlag noch heute zu.
Das ist aber der Love is in the Air Hoodie. Also, den gibt's auf spacedoutclub.de. Krass, ich glaube, das ist zufällig der erste Link in der Beschreibung. Guckt mal rein. Crazy! Ich habe noch nie mit den hier anwesenden Personen einen Streit gehabt. Oh, welche Überraschung. Ich glaube, es hatten alle schon einmal untereinander Streit, oder? Ja. Ich glaube, ihr habt bestimmt auch schon irgendwann mal untereinander so eine Diskussion oder so. Eine Diskussion, ja, ein Streit. Diese andere Diskussion. Ich hatte auch Streit mit mir selbst. Wie fühlt sich das für dich an jetzt? Was meinst du? Ich dachte, wir könnten mal so ein bisschen labern über uns und über unsere Liebesbeziehung. Ja, weil ich meine, es ist jetzt ja schon, es ist voll crazy. Ich habe das Gefühl, dass ich so einen ganz anderen Blick auf so YouTube-Beefs dadurch bekommen habe. Und ich hinterfrage immer krasser, wie das bei anderen dazu führt, dass das so ein big thing wird, so dass so Leute das ins Internet ballern. Und weil ich denke mir so, für mich haben solche Themen halt eigentlich nur auf so, weiß ich nicht, wenn man im Stream ganz kurz über so Sachen redet, was zu tun, aber auch nicht wirklich so, dass man sagt, ich lege jetzt im Internet komplett alles offen und sage hier das und das und das ist passiert und ziehe über jemanden her. Ich verstehe überhaupt nicht, wie bei anderen YouTube-Beefs das so passiert. Ich glaube, also meine Theorie ist, das sind so zwei Punkte. Erstmal, man fühlt sich übertrieben in dieser Opferrolle und denkt sich so, yo, mit mir wird gerade so unfair umgegangen, ich muss der Welt davon berichten, damit auch Leute mal auf meiner Seite sind. Das ist, glaube ich, der erste Punkt. Und zweitens, man hat das einfach nicht unter Kontrolle. Man denkt sich so, oh, ich bin so wütend und kann vielleicht diese Wut nicht kontrollieren und trägt das dann dementsprechend nach außen. Ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, so, ich meine, du hattest das bestimmt auch und ich hatte auch so Momente, wo ich mir einfach so dachte, boah, ich fühle mich gerade richtig auch unfair behandelt und richtig scheiße. Und natürlich habe ich da auch gedacht, boah, ich würde das am liebsten rausschreien so. Aber irgendwie denke ich mir so, allein aus Respekt davor, dass man irgendwann mal etwas anderes als Beziehung hatte, dass da auch viel noch hinter war, allein aus Respekt dessen denke ich mir so, hätte ich niemals irgendwie ein Video gemacht oder so und rumgeheult wegen irgendwas oder so. Man weiß ja auch, dass wahrscheinlich, wenn man das Gefühl hat, man hat gute Argumente oder so, selbst wenn man das, ich sag mal in Anführungsstrichen, öffentlich macht, dann wird das ja nur schlimmer so. Ja. Also eigentlich hat man da nicht wirklich, da resultiert hat nichts Positives draus. Ich habe das Gefühl, also ich bin extrem stolz auf uns drei. So. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also ich finde, wenn man sich so die anderen YouTuber anguckt, hat man das eigentlich ganz gut gehandelt. Übelst, also was für eigentlich aber mega gut fand ich. Also klar, die ein oder andere Sache, aber grundsätzlich fand ich dafür, dass wir gar nicht richtig, richtig open gegangen sind so und irgendwie, keine Ahnung, versucht haben, den anderen irgendwie niederzumachen oder so. Ja. Fand ich eigentlich mega strong. Und jetzt sitzen wir hier und saufen. Das ist doch ein... Es gibt ja auch dann noch die Fälle, dass Leute, es gibt Leute, die haben halt ihr komplettes Leben im Internet, so in der Öffentlichkeit. Ich glaube, dann ist das nicht mal bewusst so für die. Meinst du, dass sie dann auch Freunde nur im Internet haben und... Nee, dass sie so alles teilen, was die machen, so ihr ganzes Leben. Und dann ist das für die auch so Teil des privaten Lebens, sag ich mal. Dieses auch auf Instagram beispielsweise zu teilen, wenn was passiert oder so. Boah, das... Weißt du? Stelle ich mir aber auch sau stressig vor. Ja, übel. Wenn man alles präsentiert. Oder was halt auch sein könnte, wenn eine Person ist und dann ganz viele andere YouTuber und die dann gegen diese Person was sind und ihm dadurch auch irgendwo einschränken oder so und richtig ungerecht behandeln, obwohl er weiß, dass er recht hat oder so, dann verstehe ich vielleicht auch, dass man irgendwie vielleicht an die Öffentlichkeit geht, weil alle was Falsches von einem denken oder so. Ja, genau, wenn sowieso schon etwas anderes dargestellt wurde von dir, dann verstehe ich auch, dass man dagegen versucht natürlich irgendwie was zu sagen und zu sagen, ey, so war das aus meiner Sicht und so, ne? Ja. Das war ja bei Tanzbüro zum Beispiel der Fall. Ich wollte gerade bei dieser Situation einhaken einmal ganz kurz. Und zwar habe ich letztens dieses Video von Abdel gesehen, wo der sich irgendwie zu diesem Vorfall und so äußert. Und was ich voll crazy finde, ich habe mit keinem von den Leuten irgendwie persönlich geredet, aber als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, boah, wie krass, die haben wirklich nichts mehr miteinander zu tun. So nach dieser Situation waren die echt anscheinend keine Freunde mehr. Und da dachte ich mir so, also jetzt auf No-Hate-Basis, aber ich dachte mir, was sind das für Freunde? No-Hate, aber ich habe darüber mit Nia und Yoshi geredet und habe gesagt, ey, wenn im Internet irgendwo oder unter irgendwas irgendjemand von euch was Dummes macht, so als würde ich dann so danach euch die Freundschaft kündigen oder so. Viele denken auch, dass das so der Grund war, aber davor waren noch tausend andere Gründe und das war so lediglich die Kirsche auf der Sahnetorte. Ah, okay. So, was das fast zum Überlaufen gebracht hat. Okay, sozusagen. Ich verstehe. Und das ich glaube, den Punkt haben viele damals missverstanden. Ich dachte mir so, hä? What the fuck geht ab? Aber man hat sie auch eigentlich als Freunde auch wahrgenommen, so, ne?
Also das, was man online gesehen hat. Genau. Ja, das stimmt. Aber die hatten privat schon davor wegen zig anderen Sachen Stress. Okay, okay. Ja, aber das kann ich auch sagen, weil das sagen die auch selber öffentlich. Okay, okay. Ja, cool. Ey, crazy. Also jetzt, um nochmal zu uns zu kommen. Ich finde das echt schön, hier zu sein. Ich freue mich, dass du da bist. Mhm. Wirklich. Ja, das war jetzt Gewohnheit. Ja, das passiert mir auch. Alkoholiker! Nee, es ist grundsätzlich auch cooler, einfach nicht so viele Bad Vibes irgendwie, Energies zu verspüren mit irgendwelchen, keine Ahnung, Leuten. Positive Vibe only, white girl. Positive Vibe. Kommen wir nun zu einem unserer Lieblingskategorien in Ich hab noch nie. Und jetzt in der zweiten Staffel das allererste Mal willkommen zu Schnick, Schnack, Schnuck. Ja! Wollen wir Echsen machen? Wir sagen halbe Glas. Halbe Glas. Halbe Glas. Halbe Glas. Warum machst du so die Hand? Schwul? Okay. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Ach, war Delay. Oh, okay. Boah. Fühle ich mich mächtig. Der Ping hat nicht gestimmt. Okay. Oh, Glück gehabt. Ja, Nia. Warum ist das eigentlich so, dass Nia da trinkt? Wenn ihr denkt, dass Nia eine Alkoholvergiftung hat, dann geht es einfach nach oben. Ich hab Nia adapted, weil er hat davor Schere benutzt und ich dachte, oh, Nia ist so einer, der benutzt gerne Schere. Nia ist, Alkoholiker. Ich wollte gerade eigentlich sagen, unlucky, aber... Demnächst bei Leroy, wie ist das? Er ist... Alkoholiker. Hey Leute, ganz kurz, bis jetzt unangefochten, seit Staffel 2, ich hab noch nie Schnick, Schnack, Schnuck, King. Same. Okay, diese Frage kam wirklich sehr, sehr oft. Zuschauer fragen das immer wieder. Ich hatte noch nie Sex mit einer YouTuberin / Influencerin. Aber wer ist denn Influencer? Ich finde, es gibt so Kanäle, also es gibt so Instagram-Kanäle, das sind zum Beispiel Freunde von euch und oder von mir und die haben dann so 5000 Follower. Ich würde sagen, das dann auch Influencer? Ich würde sagen, ab 10.000 Follower zählt's. Ab 10.000? Ich hatte noch nie Sex mit 2 Influencern. Was zählt als Sex? Oh. Also... Ich hatte noch nie Sex mit mehr als 3 Influencerinnen. Warte, ich muss kurz gucken, wie viel Follower. Ab 10.000 hast du gesagt, ne? Ich würde sagen, ab 8.000. Ab 8.000? Ich weiß nicht, wen das sagt, aber die hat doch 8.000. Ey, mir fallen schon 3 ein. Okay, das war knapp. Die ist mir nicht eingefallen, aber... Oh, was? Wer fällt dir denn ein? Nein, Spaß, sag's nicht. Das ist nicht Teil der Frage. Das muss man nicht leaken, weil da sind auch andere mit inbegriffen. Außer wir kriegen 50.000 Likes. Spaß. Warte mal. Habt ihr schon mal mit einer Influencerin geschlafen oder einem Influencer? Wenn nein, gebt jetzt einen Daumen nach oben. Wenn ja, auch. Die ist mir noch eingefallen. Ach lol, yo, I remember. Do you remember? Ich... Hab mir noch nie bei einem Hentai runtergeholt. Spaß. Wie eine Frage, oder? Ja. Wir müssen hier ja mal ein bisschen den Gang reindrücken. Was? Ich hab noch nie bei Ich hab noch nie gelogen. Nia, hörst du zu? Ich erinnere mich da an eine Sache bei Nia. Hä, was denn? Du hast einmal das gelogen mit Sperma. Irgendwie hast du nämlich in einem Video was anderes gesagt, ach, als in einem anderen. Ja. Wow. Warum hast du das getan hier? Oh. Was war die Lüge? Aus Versehen gelogen, man kennt. Es ging, glaube ich, darum, wegen Sperma probiert. Okay, ich hab vielleicht eine Idee für eine Frage. Ich habe noch nie einen Influencer geküsst. Hallo, du hast mich geküsst. Oh. Hier ein Ausschnitt. Kommen wir nun zu einer ganz besonderen neuen Kategorie, beziehungsweise sie ist nicht neu, sie ist alt, aber heute in einer Spezialepisode. Und zwar, wer hat das gesagt? Yeah. Wer hat das gesagt? Yeah. Ey, das ist gerade so Flashback. Weil, haben wir das nicht schon mal bei dir gemacht? Ja, genau. Wir haben damals Wer würde eher gespielt. Gab es nicht auch so eine ähnliche Kategorie? Nein, wer würde eher immer diese Schilder gehabt? Ach, die Schilder? Die Schilder sind das Besondere. Alright. 3, 2, 1. So, und hier hat Yoshi Dinge rausgesucht, die Leute von uns gesagt haben. Und wir müssen herausfinden, wer von uns das wohl gesagt hat. Vic, als du jetzt erst, darfst als erstes eins ziehen. Wer hat das gesagt? Okay. Zwei Personen haben das gesagt. Zwei Personen haben das gesagt. Zwei Personen haben das gesagt.
Das kenne ich. Schwuchtel bestätigt homoschwul gay, Leute. Hä? Also, okay, warte, 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 nicht sagen, nicht sagen, wir müssen hier... Also mir fällt eine Person ein, aber... Okay, auf drei, ja? Okay. Eins, zwei, drei. Ist das richtig? Zwei Leute, Nia. Ach so. Dann, Also ich glaube, du hast es auf jeden Fall mal gesagt. Ich habe das auf jeden Fall mit dem homoschwule Gay-Leute gesagt. Bei der anderen Person weiß ich nicht. Ich habe jetzt gedacht, du hättest vorher gesagt. Und die Lösung ist... Schwuchtel bestätigt! Homoschwule Gay-Leute! Mann! Vic und Toni. Ich habe das auch gesagt? Ja. Was? Real? Yes! Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Yes! Achso, wir müssen trinken. Wir müssen trinken, stößt an. Genau, weil wir falsch liegen, okay. Okay, weiter geht's. Wer hat das gesagt, Nia? Wer hat das gesagt? Leute, ich muss euch was sagen. Ich bin impotent. Das klingt... Warte mal. Ich glaube, ich weiß es. Ja, okay. Ich glaube, ich weiß es auch. 3, 2, 1. Das klingt nach mir. Es klingt nach mir, oder? Ich finde auch, es klingt nach mir. Leute, ich muss euch was sagen. Ich bin impotent. Spaß! Es ist Nia. Ja! Vor allem, wie du es gerade gesagt hast, so, das, ja. In dieser typischen Nia-Art, das ist so... In was für einem Kontext Potent. War das? Einfach im Real. Ich muss sagen, wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Los geht's! Ich habe auch das Gefühl, dass ich eins mit der Natur bin. Das ist ein Classic-Satz gewesen. Das ist ein Classic-Satz von damals gewesen. Wer von den alten Zuschauern weiß, wer das gesagt hat? Ich kann mich an den Satz selbst zwar auch erinnern, aber ich weiß, glaube ich, nicht mehr, wer das gesagt hat. Ich weiß es zu 100%. Okay, 3, 2, 1. Oha. Ich hab auch oft ebenfalls das Gefühl, dass ich so eins mit der Natur bin. Als ob. Es ist ein Classic, wir wussten es alle. Hast du das gesagt? Ja, wir wussten es alle. Was war das nochmal? Ja, auch in einem Bücherclub-Video. Aber krass. Wer hat das gesagt? Weiß ich nicht. Ich hatte früher ein Poster von 50 Cent in meinem Zimmer. Nun. 3. Wo ist Nia? Hier. 2. 1. Scheiße, ich dachte Vic. Hab ich dich hast ihn verarscht! Was? Leute, Nia dachte, dass er das selbst gesagt hat. Ich hab Mindgames gemacht. Du hast doch kein 50 Cent Poster gehabt früher. Doch, hatte ich. Was? Ja. Aber ich hab das gesagt, oder? Die Frage ist, wer hat das gesagt? Früher mal mit 13, 14 ein Poster von 50 Cent in meinem Zimmer. Leute, ich habe letztens sogar noch ein Bild von meinem alten Zimmer gefunden, als ich so 12 war oder so. Und da hängt so dieses 50 Cent Poster. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht habe ich das gesagt. Wir machen hier Drunk mit Mind Games. Wer hat das gesagt? Easy Survival Master. Ich weiß, wie man Bäume fällt. Wer redet so? Ich sag Nia. Oh, zweimal Nia, einmal Toni. Ich glaube, ich sag auch Nia eigentlich, aber ich wusste es nicht. Minecraft. Easy Survival Master. Ja, Minecraft überlebt man immer im Wald. Hä? Ich weiß, wie man Bäume fällt. Yes! Weil du kannst dich gar nicht dran erinnern, ich kann mich auch nicht dran erinnern. Und Nia hat nichts gesagt. Eindeutig. Ich bin einfach Holzfäller. Wer erinnert sich an die Flanellhemden? Spaß. Freunde, wer hat das denn gesagt? Was denn? Lies mal laut vor. Ich kann mich daran erinnern. Sag doch. Wer die nicht followt, ist wirklich, ohne ihr zu übertreiben, geistig behindert. An dieser Stelle, Leute, wenn ihr das Video jetzt noch nicht geliked habt, also dann... Wer hat das gesagt? Also es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt echt zwei Möglichkeiten. 3. Das könnten wir beide sein. Ja, 2, das dachte ich auch. 1. Ich sag, ich hab das gesagt. Ich sag auch Vic. Ja, same. Und gesagt hat es? Wer da nicht followt, ist wirklich, also ohne jetzt zu übertreiben, geistig behindert. Ja. Was? Cheers, mein erster Drink. Toni hat's gesagt. Wer hat aber das gesagt? Wer hat das gesagt? Die letzte Wer hat das gesagt? Frage. Von uns dreien habe ich das höchste Pokémon Go Level. In 3, 2, 1. Ich glaube, es war Toni. Ja. Hä, war das so klar? Von uns dreien habe ich nämlich das höchste Pokémon Go Level. Das stimmt, aber du hast es ja auch bis heute noch gespielt. Es ist doch klar, dass ich der Beste von uns allen im Pokémon Go bin. Aber nicht so lange wie er. Ich bin doch wirklich der beste Pokémon Go Spieler gewesen. Ich glaube, Sommer 2016 haben das die meisten gespielt. Und dann Sommer 2017 haben... Also wir, glaube ich, nicht mehr gespielt und richtig viele nicht. Und du warst der Einzige, der das noch gespielt hat. Und du warst immer so,
Yo, spielen wir Pokémon Go? Und wir so, meinst du das Spiel von 1943? Ich wollte halt gern mit euch Zeit draußen verbringen. Ja, verständlich. Ich kann mal auch in Counter-Strike oder Modern Warfare. Das war's mit! Lass uns auf drei sagen, wer hat das gesagt? Eins, okay. Zwei, drei. Wer hat das gesagt? Da. Nochmal. Drei, zwei, eins. Wer hat das gesagt? Entschuldigung. Wer hat das gesagt? Yeah! Und jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie. Wer hat das nicht gesagt? Wie wack das wäre. Wer hat das nicht gesagt? Wir gehen zur zweiten Runde. Schnick, schnack, schnuck. Wer verliert, muss sein Glas austrinken. Das ist für mich an dieser Stelle am schlimmsten. Das stimmt. Schnick, schnack, schnuck. Ich wusste es. Du hast beide gespielt. Warte, nein, stopp. Ich muss mich konzentrieren. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Ja, jetzt bist du komplett. Ich bin nicht mehr umgeschlagen. Schön Mundspülung. Ist mein Mund ausgespült. Bah. Geht's? Ehre. Was ist das für ein Geräusch? Was ist das für ein Geräusch? Was ist das für ein Geräusch? Hörst du das? Ja. Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott. Ist das etwa das Zeichen für die ultra-heftigen Fragen? Nee, ich höre da wirklich ein Geräusch. Scheiße, ey. Eigentlich geht das Video jetzt erst richtig los, ne? Oh shit. Spaß. Das war's für dieses Tor. Leute, ab jetzt, ihr kennt das, ihr wisst, wie das mit den ultraheftigen Fragen ist. Ab jetzt ist wirklich nur noch erlaubt, wenn du gerade über 18 bist, dann darfst du weiter gucken. Wenn nicht, bitte schalte jetzt ab, weil das wird jetzt zu heftig. Ich habe noch nie einen Joint dabei gehabt. Krank. Dich sollte man einbuchten. Und dich auch. Trinkst nicht? Hä? Du hast noch nie einen Joint dabei gehabt? Leider nicht. I'm sorry. Ich weiß halt genau. Was ist das? Was ist das? What the fuck? Was oh lacht? Shit, du bist in einem Video und krass. Hast du einen Joint dabei? Oh nein, woher wusstest du das? Warum lügst du die Zuschauer an? Das ist hier nicht hab noch nie, da ist man nur ehrlich. Ich wurde erwischt. Und dann trinke ich vorher auch einen. Ich gehöre zu diesen Menschen, die dadurch Panikattacken bekommen würden. Stay clean. Außerdem war das natürlich kein echter Joint. Das war so ein Spielzeug. Das war ein Spielzeug für die Folge. Kennt ihr diese Zigarettenschokoladen von damals? Ja. Sowas war das. Das Ding ist, das kann man jetzt so mega dramatisch machen. Also hier bitte Bild schwarz-weiß machen. Dramatische Musik. Nächste Frage. Ich habe noch nie Sperma im Mund gehabt. Spaß. Hä? Ich überlege gerade ernsthaft. Kann ja sein. Also ist ja nichts Schlimmes. Ich glaube nicht. Also was heißt im Mund? Spaß im Mund. Heißt das im Mund? So, es war nur hier an der Lippe. Heißt das so eine Ladung oder heißt das? Freitagabends, alle stehen um mir herum. Spaß. Nee, aber also ich glaube, er meint jetzt keine Bukake-Party oder so. Ich meinte einfach nur so, zum Beispiel, du könntest ja auch so gemacht haben, wie zum Beispiel den Wasserfleck so. Dann hast du es ja auch schon im Mund. Nee. Ich weiß nicht, ob wir diese Frage hier mit reinnehmen können. Oh, als ob die so ultra krank ist. Uff, die ist echt. Weil das beinhaltet geheime Infos über dich. Oh shit. Jetzt habe ich echt ein bisschen Angst. Ich habe noch nie im Busch gefickt. Was heißt Busch? Also im Busch. Ich habe gerade einen Busch. In den Busch gefickt. Heißt es vor dem Busch? Oder heißt es im Busch? Oder ist beides erlaubt? Beides zählt. Natur? Also draußen in der Natur. Vor dem Busch, ja. Ja. Wurdest du erwischt? Nein, aber ich hatte übertrieben Angst. Das ging auch nicht länger als eine Minute oder so. Ich hab's mir geil vorgestellt, aber das war, du musst dir vorstellen, das war nicht mal wirklich versteckt, sondern das war direkt von der Straße. Und auch wenn es nur eine Landstraße war, es kam ständig irgendein Auto, also es kam nicht ständig irgendein Auto, aber du hast halt in der Ferne schon so Scheinwerfer gesehen und ich war immer so, ey, wir müssen aufhören, wir müssen aufhören. Warte mal, wer war derjenige, der das eingeleitet hat, du oder die andere Person? Die andere Person. Oh, okay. Ja, und ich war da, also das ist übrigens richtig lange her, da habe ich noch in Wedel gewohnt. Mhm. Und, ich war echt ein bisschen Pussy, was das angeht. Aber verstehe ich. Also ich meine, es ist ja mega aufregend. Ja, also es war schon ziemlich aufregend, aber es war schon wieder zu aufregend. Wenn das einfach so im Wald gewesen wäre, kein Problem. Mhm. Aber das war halt legit so... An der Straße. Ja. Lull. Ich habe das im Wald gehabt, aber im Wald war auch voll... Scheiße. Hast du getrunken? Ist ja auch Busch. Ja, das wollte ich wissen.
Deswegen habe ich nicht gedacht. Wald ist Busch, oder? So, was ist denn ein Busch? Wenn Wald Busch ist, gib einen Daumen nach oben. Also, okay. Also es war auch irgendwie so, dass ich die ganze Zeit Angst hatte, dass da jemand ist. Plus es war irgendwie so Mücken und so überall und Tiere, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, jo, da kommt jetzt vielleicht gleich ein Wildschwein oder so. Nee, aber ich weiß schon, was du meinst. Das ist irgendwie, die Vorstellung ist nice, aber die Realität ist doch ein bisschen anders. Also die Realität kann trotzdem nice sein. Aber halt nicht so nice, wie man denkt. Ja. Yoshi, erzähl mal, was hast du gesagt? Ich habe gesagt, ich fühle es schon eher so auf einem nice Level. Ich glaube, wenn man sich da ein bisschen reintastet und so, kann man da auf ein nice Level kommen. Ich hatte noch nie etwas mit einem Zuschauer. Wo soll ich denn greifen nach dem Glas? Okay. Okay, okay. Okay, okay. Wer willst du erst? Nee, erzähl doch mal. Also ich hab das schon mal so ein bisschen angeschaut. War das derselbe Zuschauer? Was? Leute, falls ihr Bock habt, auch mit mal Zuschauer ein Gangbang von Nia und Vic zu bekommen, dann... Nee, warte mal. Haben die Lust darauf oder nicht, ist die Frage. Also, wenn ihr darauf keine Lust habt, Daumen nach oben. Wenn ihr darauf Lust habt, Daumen nach oben. Eigentlich ist es gar nicht so spektakulär bei mir. Ich habe halt auf Instagram mit der geschrieben, hab gesehen, die ist 20, dann haben wir uns getroffen und dann ist es passiert. Was ist da passiert? Ja. Hat die so beim Sex so gesagt, I'm Lali! Stell dir vor, Sex mit der? Deine Bratwurst! Man hat so Sex mit der und dann fragst du dich danach, bin ich jetzt auch Alp Lali? Oha. Leute, falls ihr auch Alblali positiv werden wollt, Spaß. Oh, ich kann nicht mehr. Nia, was, ja, du hattest jetzt gar nicht erzählt, ja, oder? Ja, ich hatte 2014, 15, keine Ahnung wann das war. Nee, gar nicht wahr, 2010, 11. Da hatte ich auch schon Videos gemacht. Noch so 30 Jahre zurück. Eine Zuschauerin kennengelernt, da hatte ich auch nicht so eine große Zuschauerschaft, sag ich mal. Mit vielen dann geschrieben und... Da kommt das eine zum anderen. Eins zum anderen. Ja. Und dann? Habt ihr gefickt? Ja. Das war auch richtig unangenehm. Ich bin zu ihr gefahren. Mit. Und dann? Wieso seid ihr beide hingefahren? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung mehr, wieso er mitgekommen ist. Auf jeden Fall waren wir dann da zu zweit bei ihr. Er hat auf dem Boden gepennt und ich mit ihr auf dem Bett. Und der war die ganze Zeit im Zimmer dabei, als das passiert ist. So. Hat er zugeguckt oder hat er sich weggedreht? Er hat geschlafen. Oh. Oh. Den Schlafenden, man kennt's. Er soll jetzt in die Kommentare schreiben, ob er wirklich geschlafen hat. Schreib's in die Kommis. Hast du eine Idee, Vic? Ich habe eine Idee tatsächlich. Für die letzte heftigste nicht, Frage? Das ist eine ziemlich heftige Frage. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt sagen darf. Okay. Also, bin gespannt. Also ich glaube, ich habe mir noch... Okay, puh. Ich habe mir noch nie gewünscht, dass die Leute jetzt das Video liken. Oh, okay. Da trinke ich doch gerade zwei Schlücke. Wollen wir nochmal Yo machen, einfach so zum Ende, damit okay. Die Leute wieder da sind? Kurz mal aufmachen. Hey! Hey! Hallo! Yo! Yo! Das war's für dieses Ich hab noch nie Video Punkt Punkt Ausrufezeichen Strich mit Vic, oder sollen wir da Alblali hinschreiben? Na, Vic. Oder wir schreiben das mit Alligator. Alligator mit Big Bock. Leute, ich hoffe, wir hoffen sehr, dass euch das gefallen hat. Bücherclub Reunited. Wir haben vor, in Zukunft noch das ein oder andere Video zu drehen. Falls ihr da Wünsche habt, wo ihr sagt, ey, das interessiert mich jetzt, besonders weil wir wissen, dass ihr ein Beef hattet so. Wenn ihr Sachen habt, die euch interessieren, schreibt es in die Kommentare. Falls ihr Wünsche habt, wer in der zweiten Staffel von Ich hab noch nie dabei sein soll, schreibt es in die Kommentare. Und außerdem, Leute, schön, dass wir wieder zurück sind. Sein können. Sein können. So. Dass ihr sein da können, auch würden tun machen. Es beginnt die fünfte Jahreszeit. Ich bin wirklich hyped richtig auf die zweite Staffel. Ich bin richtig hyped. Wenn die wüssten, was wir für Gäste jetzt vorbereitet haben, wenn die wüssten, was als nächstes im Ich hab noch nie kommt, die denken, das hier ist gerade schon. Das ist ja, guck mal, womit wir das auch starten. Ja. Der Start ist geisteskrank, du musst wissen. In Büsche ficken. Ey, heute wurde schon wirklich viel gedroppt. Ja. Allein, dass du hier einfach mit Gras auftauchst. Ja, krank, oder? Ach, du hast nur das Gras gesehen. Süß. Der letzte Schluck geht wie immer auf dich, genau dich, der gerade zuschaut. In die Augen schauen. Danke,
dass du uns deine Zeit schenkst. Ich finde, das sollte man mal sagen. Danke, dass du uns deine Zeit schenkst. Dass du sagst, yo, ich nehme diese Zeit aus meinem Tag. Danke für die Watchtime. Und sage, yo, die Zeit, da weiß ich, dass ich die da rein investiere. Ihr habt sozusagen Zeit in uns investiert. Und wir hoffen, wir konnten euch irgendwie den Tag verschönern. Bis zum nächsten Mal. To. Mia. Video. Vic, sehr schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier sein darf. So, und ich würde sagen, jetzt wirst du in Smash gefickt. Let's go. Ihr so brutal sein, aggressiv. Spaß, Leute. Ich hab euch mega lieb.